Ich habe heute Morgen gedacht, wie der Herr uns liebt, wenn Leute in seine manifeste Gegenwart kommen und wenn wir ihn einladen und auf ihn zu hören, wenn unsere Herzen und unsere Gedanken bereit sind, zu tun, was auch immer er uns bittet. Es ist nicht nur ein einmaliges Ding. Jesus ist Herr, das ist der Schlüssel und er schaut auf unsere Herzen. Wir teilen unsere Liebe mit uns und er teilt seine Liebe mit uns zurück. Aber wir müssen auf das hören, was er sagt. Gehen und sprechen mit ihm. Es geht den ganzen Tag. Den ganzen Tag bleiben wir in seiner Gegenwart. Wir fangen unseren Tag an mit Jesus liebt uns und wenn wir ins Bett gehen, hören wir, Herr, bist du zufrieden mit uns? Unser Herz soll ein Ruheort sein für ihn. Reine Herzen mit der Furcht des Herrn. So, wir müssen ihn bitten um die Furcht des Herrn. Lieben, was er liebt und hassen, was er hasst. Und wenn du mit ihm gehst und sprichst, ist das, was passiert. Du wirst lieben, was er liebt und hassen, was er hasst. Ist er Teil von dem, was wir hören, was wir uns anschauen? Es ist ein Weg zu leben. Es ist seine Leidenschaft für sein Haus. Es ist Reinheit, auf ihn ausgerichtet sein. Wenn wir um den Tisch herumsitzen mit ihm, fragen wir ihn, Herr, was hast du gesagt? Und schließen ihn ein in all unsere Gespräche. Er liebt es, Teil unserer Gespräche zu sein. Und ich bete, dass eure geistlichen Augen und Ohren geöffnet sind, wie noch nie zuvor. Und dass ihr mit ihm geht und sprecht und auf ihn hört, in allem, was ihr tut. Egal, ob ihr ein Essen vorbereitet oder abwascht oder mit den Kindern spielt. Egal, was du tust, schließ ihn ein. Er liebt es, in eurer Gegenwart zu sein. Segne euch.